Ich besuche manchmal meinen ehemaligen Nachbarn, den Jakob. Der wohnt jetzt mit seinen gut 80 Jahren im Altenheim. Und ich kann mich an einen Besuch erinnern, das war kurz vor Weihnachten, zur Adventszeit. Wir saßen mit einer fröhlichen Runde zusammen und auf einmal, da wurde Jakob ganz still. Und er lächelte so in sich hinein. Und da wussten wir, dass der Jakob jetzt mit seinen Gedanken in der Vergangenheit weint. Und wir wussten, dass er am meisten in seiner Kindheit verweilt. Und wir wussten auch, dass wenn wir jetzt einen Moment still sind und etwas warten, dann fängt er an zu erzählen. Tja, und so war das auch. Ich war damals noch so ein kleiner Steppke von 7, 8 Jahren, als meine Mutter mit mir von Schlesien nach Schleswig-Holstein geflohen ist. Wir wurden in einer Flüchtlingsbaracke im Krieg. Da war in dieser Baracke, wurde Munition gelagert und entwickelt. Und deshalb hatte man ihr einen Tarnanstrich verpasst, sodass sie sich so richtig gut in die Landschaft einfügte. Ich glaube, wir haben nie wieder so sicher gewohnt wie damals, als wir in der Baracke lebten. Man hatte aus mehreren Packpapierlagen einzelne Zimmer abgetrennt. Und jede Flüchtlingsfamilie bekam ein Zimmer zugewiesen. Ich weiß bis heute nicht, warum meine Mutter aus der Heimat ein Hirschgeweih, die alte Küchenuhr und den leeren Vogelkäfig gerettet hat. Aber das waren unsere Habseligkeiten und damit richteten wir uns ein. Wir hatten Glück, wir hatten das Zimmer an der Außenseite, sodass wir zwei feste Wände hatten. So konnten wir das Hirschgeweih an die eine Wand hängen. Und die Küchenuhr, die kam an die andere Mauerwand, direkt neben dem Fenster. Na ja, und dann hatte jedes Zimmer einen Tisch und zwei Stühle und ein Schemel. Ja, und eine Anrichte. Darauf stellten wir dann den leeren Vogelkäfig. Und dann gab es noch einen Kohleofen. Auf dem konnte man auch kochen. Tja, die Jägelkas, die wir auf der Flucht kennengelernt haben, die wohnten nebenan. Und dann gab es Gemeinschaftswaschräume und Gemeinschaftstoilette. Es war kurz vor Weihnachten. Es war bitterkalt draußen. Es lag meterhoch der Schnee. Es war kurz vor Weihnachten, aber in Weihnachtsstimmung waren wir nicht. Bis an dem Tag, wo Fred nach Hause kam. Fred, das war mein großer Bruder. Und den hatte man im letzten Jahr, in seinen jungen 15 Jahren, im letzten Kriegsjahr noch in seinen jungen 15 Jahren eingezogen. Aber Fred hatte überlebt. Und den hatte man tatsächlich kurz vor Weihnachten aus der Gefangenschaft entlassen. Und was machte Fred als erstes? Er baute sich ein Lager aus Zeitungspapier, legte sich hin, deckte sich mit seiner erdbraunen Wattejacke zu und schlief. 4 Tage und 4 Nächte. Also wir hatten unsere liebe Mühe, die Jägelkas um Ruhe zu bitten, damit sie Fred nicht aufweckten. Und genau am Heiligabendmorgen wachte Fred auf. Und da spürten wir das erste Mal so eine Vorfreude, so eine gewisse Unruhe. Also nicht nur, weil jetzt unsere Familie wieder größer geworden war, auch weil Weihnachten war. Also nicht so, wie wir das jetzt von heute kennen, dass man rauszufinden versucht, was der ein oder andere sich wünscht und wo man Geschenkpapier rascheln hört und wo man gute Plätze sucht, um die Geschenke zu verstecken. Also so war das jetzt nicht. Aber so eine unruhige Vorfreude will ich es mal nennen. Fred wusch sich erstmal im Gemeinschaftswaschraum und dann hauchte er die Eisblumen von unserem Fenster und schaute hinaus in die Morgendämmerung, die so weiß-rötlich schimmerte und die erahnen ließ, dass nicht in allzu weiter Entfernung sich wohl eine Stadt befand. Ich gehe mal in die Stadt, sprach's und verschwand.
Und da meine Mutter schon den ganzen Morgen so unruhig war, hielt ich es für besser, auch mal für eine Weile zu verschwinden. Ich nahm mir einen grauen Zuckersack und verschwand nach draußen. Also uns Kindern, die in der Baracke wohnten, war in den letzten Wochen die Aufgabe zuteil geworden, uns um die Kohlen zu kümmern, also die Kohlen zu klauen. Und so gingen wir immer zum Bahndamm, da wo die Steigung anfing und die Güterzüge langsam fahren müssen. Die großen Jungs von uns, die sprangen dann auf, warfen die Kohlen runter und wir Kleineren sammelten sie dann ein in die grauen Zuckersäcke. Und genau dahin machte ich mich auf den Weg. Ich stapfte durch den Wald, kletterte den Bahndamm rauf und versteckte mich hinter einer Fichte. Es hatte zu schneien begonnen. Man sah kaum die Hand vor Augen. Und ich hatte kalte Füße. Und das war gar nicht gut. Ich wusste von den älteren Jungs, dass die Füße ganz wichtig waren. Also die Füße, die gaben dem Sprungbein das Zeichen, im richtigen Moment abzuspringen. Also den Zug zu greifen, sich festzuhalten und dann abzuspringen. Und der kleine Kakulka, der hat es letztens versucht, wie die großen Jungs zu sein und hatte sich mächtig verschätzt und musste es bitterbös bezahlen. Und so versuchte ich, ein wenig Wärme und ein Gefühl in meine Füße zu bekommen und bewegte meine Zehen und trat auf der Stelle. Dann kam der Personenzug. Aber der Personenzug, der war mir egal, den ließ ich passieren. Ich wollte den Kampf mit dem Güterzug. Und noch bevor ich ihn hörte, spürte ich ihn. Der Boden vibrierte. Ich trat aus meinem Versteck hervor und schaute in die Richtung. Ich sah die Lichter der Lokomotive. Die Schienen glitzerten silbrig im Schnee. Und dann kam er angedonnert, brüllend, wie ein Büffel. Und ich war mir dann gar nicht mehr sicher, ob mich nicht im letzten Moment der Mut verlassen würde. Und dann kam er immer näher. Und kurz bevor ich ihn greifen wollte, also kurz bevor ich ihn greifen und festhalten und springen wollte, da sah ich den Heizer. Also ich sah das Weiß seiner Zähne, weil ansonsten war er ganz schwarz. Und er hielt einen großen Kohlebrocken in seinen Händen. Und diesen Kohlebrocken, den warf er mir zu und dann schrie er noch hinterher: Frohe Weihnacht! Ich war ganz verdattert. Normalerweise warteten wir auf den Heizer, aber diesmal, so schien es, als hätte er auf mich gewartet. Schnell stopfte ich den Kohlebrocken in den Zuckersack, rutschte den Bahndamm wieder hinab und stiefelte durch den Wald zurück zum Weg, der zur Baracke führte. Da bemerkte ich einen Schatten, der immer näher kam. Und je näher der Schatten kam, erkannte ich Fred. Fred hielt eine Zigarrenkiste in seinen Händen. Im Deckel waren Löcher eingebohrt. Fred, wo warst du? Ich war auf dem schwarzen Markt, aber komm, lass uns beeilen. Ich kann nicht so lange in der Kälte bleiben. Und er deutete auf die Zigarrenkiste. So gingen wir schnellen Schrittes wieder zurück zur Baracke. Wir klopften uns den Schnee aus der Kleidung und von den Schuhen und traten ein in unser Packpapierzimmer. Irgendwas hatte sich verändert, aber ich brauchte einen Moment. Und dann sah ich, dass Tannengrün am Hirschgeweih steckte. Und der Tisch war gedeckt. Es stand eine leere Bierflasche mit einer angezündeten Kerze, die so ein wohliges Licht versprühte. Und auch Tannengrün lag auf dem Tisch. Aber Fred bemerkte es zuerst. Wo ist denn der Vogelkäfig? Da lachte meine Mutter. Den habe ich getauscht. Wie in das hier. Und sie lupfte den Deckel vom Kochtopf, der blubbernd auf dem Kohlenofen stand. Wir schauten hinein und sahen ein richtig großes, milchig-weißes Stück Speck. Und das,
Das ist mein Geschenk für euch beiden. Dann gab Fred ihr die Zigarrenkiste. Das ist mein Geschenk für dich. Meine Mutter nahm sie, öffnete sie ganz vorsichtig, aber nicht vorsichtig genug. Heraus schoss ein Dompfaff, drehte mehrere Runden durch das Zimmer und ließ sich dann ganz erschöpft auf der Küchenuhr nieder. Dann schauten sie mich an, ganz erwartungsvoll. Und ich, voller Stolz, zeigte meinen großen Kohlebrocken. Ich holte einen Hammer und zerschlug den Kohlebrocken in ganz viele kleine Kohlestücke. Und dann heizten wir den Kohleofen heiß. Wir heizten den Kohleofen so an, dass er rot glühte und die Packpapierwände knisterten. Später saßen wir dann zu Tisch und aßen unsere heiße Speckbratensuppe. Unsere Münder, die glänzten vom Fett und so mancher Fetttropfen rann uns am Kinn herab. Es war ein Seufzen und Schmatzen zu hören. Unsere Gesichter, die glühten rot vor Hitze und wir spürten unser Blut in unseren Fingerkuppen pochen. Fred zog sogar seine erdbraune Wattejacke aus und ich meinen alten Marinepullover. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da saßen wir winters in der Baracke, im Hemd. Dann hörte Jakob auf einmal auf zu erzählen. Wir anderen, wir saßen ganz ruhig da und schauten ihn an. Jakob lächelte wieder in sich hinein und dann blickte er hoch und nickte mit dem Kopf. Dann fuhr er fort mit seiner Geschichte. Dieses Weihnachtsfest, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Und ich höre noch heute, wie meine Mutter vor Freude gleichzeitig lachte und schimpfte. Und unterstehe sich einer von euch und öffnet die Fenster oder die Tür, den schmelze ich eigenhändig raus, dass er Weihnachten feiern kann draußen, in der Kälte, bei den Füchsen. Ihr Schlingel, ihr.